Nachdenkseiten. Die kritische Website. Viktor Orban und die Farce im EU-Parlament. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Mit peinlichen Protestaktionen wurde Orban von Mitgliedern des EU-Parlaments empfangen. Der Vorgang belegt eine aktuelle Tendenz in politischen Debatten. Nicht mal mehr ein Mindestmaß an Umgangsformen und an Toleranz mit Andersdenkenden wird aufgebracht. Und Debatten, bei denen man unterliegen könnte, werden lieber verhindert. Bereits am vergangenen Mittwoch hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban vor dem Europäischen Parlament gesprochen. Noch bis Ende des Jahres hat Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft inne, wie Medien berichten. Der Auftritt Orbans wurde begleitet von peinlichen, feindseligen und als undemokratisch zu bezeichnenden Protestaktionen von Mitgliedern des EU-Parlaments. Vor allem die Gruppe der Europäischen Grünen tat sich mit einer pathetischen und unangemessenen Aktion hervor. Während der die Grüne Terry Reitke behauptete, das gewählte europäische Staatsoberhaupt Viktor Orban sei im Europäischen Parlament nicht willkommen. O-Ton? Not welcome here. This is the house of European democracy, not of corruption, of lies, of propaganda and autocratic rule. This parliament can see right through you. You are stealing democracy from Hungary, money from EU citizens. The LGBTI community in Hungary desperately points out that they live in a bubble of hopelessness and terror. You are not a strong leader, Mr. Orban, because all your actions are driven by fear. Fear of your own people, fear of freedom. Freedom is what the European Union stands for, and freedom is what you fear the most. So what we will give you today and in the time to come is our struggle for freedom. Thank you. Now on. Vom Inhalt über die Mimik bis zum Outfit. Dieser Auftritt ist einfach nur zum Fremdschämen. Infos zu Reintke finden sich auf ihrer Website. Zitat: Terry wurde im Herbst 2022 mit überwältigender Mehrheit zur Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion gewählt, der sie 8 Jahre zuvor als damals jüngste Abgeordnete im Europäischen Parlament mit 27 Jahren beigetreten war. Und sie hat sich einiges vorgenommen. Zitat Ende. Es gab weitere Aufreger. Unter anderem haben nach Orbans Rede Abgeordnete im EU-Parlament das antifaschistische Lied Bella Ciao angestimmt, was man nur als weitere absurde Episode verbuchen kann. Keine Umgangsformen, keine Toleranz. Der Vorgang um Orban belegt einmal mehr eine aktuelle Tendenz in politischen Debatten. Oft wird inzwischen nicht mal mehr ein Mindestmaß an Umgangsformen und an Toleranz gegenüber Andersdenkenden aufgebracht. Wer sagt, ein gewählter Staatschef sei im EU-Parlament nicht willkommen, maßt sich nicht nur eine lächerliche Rolle als Torwächter an, sondern verweigert zusätzlich inhaltliche Debatten. Denn wer ausschließt, will nicht kritisieren, sondern will eine Debatte ganz verhindern. Auch völlig unabhängig von der Person Orbans werden dadurch demokratische Prinzipien verletzt. Ich würde es auch kritisieren, wenn ein demokratisch gewählter grüner Staatschef in dieser Form im EU-Parlament empfangen würde. Friedrich Pürner vom BSW hat einige wichtige Worte zu den unangemessenen Vorgängen im EU-Parlament gefunden. Zum einen erinnert er an Orbans wichtige Friedensinitiativen in der jüngeren Vergangenheit und er stellt einmal mehr Selbstverständliches fest, eben weil es heute nicht mehr selbstverständlich ist. Die Demokratie gebietet es, dass Menschen ihre Meinung äußern dürfen. O-Töne. Viktor Orban zu Gast in Straßburg. Er wollte über seine Ratspräsidentschaft berichten. Das gelang nicht, denn er wurde ganz stark für sein Verhalten gegenüber der Ukraine und seinem Verhalten zu Putin kritisiert. Jetzt muss man aber bedenken, dass Viktor Orban der Einzige bisher war, der tatsächlich versucht hat, gleich am Anfang seiner Präsidentschaft, seiner Ratspräsidentschaft, versucht hat, sich für den Frieden einzusetzen. Ich finde so ein Verhalten wie heute in diesem Hohen Haus tatsächlich sehr befremdlich. Die Demokratie gebietet ist, dass Menschen ihre Meinung äußern dürfen, sogar äußern müssen, vor allem wenn sie so ein Amt
innehaben. Dass man nun Viktor Orbán hier in Straßburg mit einer für mich grenzüberschreitenden Feindseligkeit begegnet, fand ich höchst unanständig. Einige Punkte aus Orbáns Rede und der Reaktion von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wurden vom Medium News in einem verlinkten Artikel zusammengefasst. Hier folgt ein Ausschnitt als Video. Me as a Hungarian Prime Minister should shut up always, you know? It's not written anywhere. So I am here to represent the national interest of Hungary. And on that basis, I would like to make deals, agreements, compromises, whatever, with the other country leaders who represent their own national interest. So I don't represent the globalist elite here, or the European bureaucrats, or somebody who is just, you know, swimming on the sky. No, it's not my job. I'm standing firmly on the basis of the national interest. And I would like to make deal, compromise, agreements with the others who represent also their national interest, because Hungary first. You are from Germany. I suppose for you, Germany is the first. That's right. So let's sit down and understand what is good for the Germans, what is for the Hungarians. You are big, we are smaller. Let's make a deal how to cooperate. That's European politics. Not to say that you should follow the unity. Shut up. That's what you are saying. It's impossible. It's impossible. So that's the difference probably. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.